Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Das letzte Mal habe ich mich ja im Januar bei euch gemeldet und hatte euch über die aktuelle Situation informiert. Jetzt ist es so, es haben sich neue Erkenntnisse gegeben und an dieser Stelle muss ich auch meine eigenen Fehler persönlich einräumen. Und zwar hatte ich euch ja von dem Trainspotter aus Castrop-Rauxel erzählt, der angeblich gesagt haben soll, ich hätte Kinder missbraucht etc. Diese Sache hat sich als unwahr herausgestellt. Beziehungsweise, ich hatte mich damals zu sehr auf eine Aussage auf eine Aussage zu sehr versteift. Der Kollege, der die Aussage getätigt hat, hat das durch andere Zeugen bestätigen lassen. Und heute nach einem langen Telefonat mit seinem Vater ist dann rausgekommen halt, dass das alles gar nicht so gewesen ist. Also ich habe da die Bestätigung vom Vater auf jeden Fall, mit dem ich auch ein sachliches Gespräch am Telefon geführt habe, und zwar sehr lange, wo ich natürlich auch meine Fehler eingeräumt habe, weil ich bin natürlich auch nicht unschuldig an der Sache gewesen. Ich habe auch viel gehetzt. Ich habe auch viele Statusmeldungen gemacht. Und dafür habe ich mich dann auch beim Vati entschuldigt. Und ich habe allgemein der Familie Unrecht getan in dieser Sache. Und das alles nur, weil ich mich auf zig Aussagen verlassen habe. Und jetzt kommt das Ding, zig Aussagen. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja gut, der Vater hat das jetzt gesagt. Ist dem Glauben zu schenken? Aus meiner Sicht, ja. Denn er und sein Ex damals, die haben sich immer alleine getroffen. Warum gibt es dann auf einmal Zeugen, die das bestätigen können, dass er die Sachen angeblich gesagt haben soll? Was ist, wenn Eifersucht im Spiel ist? Das ist eine berechtigte Frage. Und was ich persönlich lernen muss, und das sage ich jetzt hier wirklich vor laufender Kamera, das ist mir scheißegal. Ich weiß, ich mache mich angreifbar damit. Das ist mir egal. Was ich vor laufender Kamera sagen muss, was ich lernen muss, zwei Seiten anzuhören. Ich habe viel gehetzt gegen den Jungen, sowohl auf WhatsApp, auf YouTube etc. Und das war ein ganz, 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 ganz großer Fehler von mir. Und dafür entschuldige ich mich wirklich in aller Form. So, und natürlich, ich weiß, ihr sagt jetzt wahrscheinlich, das gehört hier nicht hin, so öffentlich. Doch, gehört es. Ich habe mich im Januar hier hingesetzt, großkotzig. Hab ganz klar gesagt, er war es gewesen. So, ihr glaubt das jetzt. So, und dann ist es meine verdammte Pflicht, wenn ich die Scheiße einlöffel, dass ich es auch auslöffel. Und dann setze ich mich auch hier vor die Kamera hin und stelle alles richtig. Das ist ganz klar. So, und das habe ich hiermit getan. Und jeder Mensch hat das Recht auf eine zweite Chance. Das ist meine Devise. Und ja. Er muss jetzt entscheiden, aufgrund dessen, dass ich mich auf die Aussage damals versteift habe, ob er noch die Entschuldigung annimmt oder nicht. Das ist seine freie Entscheidung. Da werde ich ihm nicht zwischenfunken oder ihn irgendwie beeinflussen oder so. Er muss es selber entscheiden. Er muss es sich gut überlegen. Und ja, an der Stelle möchte ich auch gar nicht weiterreden. Wie gesagt, es ist jetzt die letzten Monate echt viel passiert. Und wie gesagt, das Gespräch hat dann auch sehr geholfen. Und das hätte ich vielleicht ein bisschen eher tun sollen. An der Stelle wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Bleibt bitte gesund, genießt die Sonne und ja, auf Wiederschauen.